So, hallo ihr Süßen. Ja, jetzt habe ich noch ein Weihnachtsvideo für euch, sozusagen ein Geschenkevideo. Eine ganz liebe Abonnentin hat mir ein Paket zugeschickt zu Weihnachten. Ein Päckchen. Ich habe mich so gefreut. Echt, ich freue mich immer noch. Natürlich, ich freue mich jetzt aufs Auspacken, weil ich habe es nur mal geöffnet, also aufgeschnitten. Ich habe aber noch nicht reingeguckt. Und ja, ich bin gespannt, was drin ist. Das ist, kommt von der lieben Andrea Ilusa. Ja, ich kann ja ihren Kanal einfach mal unten verlinken. Ich glaube, sie macht zwar keine Videos, aber sie ist immer eine ganz fleißige Kommenteurin, oder wie nennt man es? Also eine, die ganz fleißig kommentiert. Und ja, ich habe jetzt auch so ein bisschen Kontakt mit ihr gehabt. Über Instagram haben wir uns ein paar Mal hin und her geschrieben. Und ja, ich drücke dich mal ganz doll, liebe Andrea. Das ist ja einfach super lieb von dir, dass du mir überhaupt was geschickt hast. Also ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ja, jetzt mache ich mal auf und auch, das sieht ja schon so schön aus hier. Also, auch schön. Ja, da ist eine Karte drin. Ho, 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 happy Merry Christmas. Süß. Liebe Nathalie, ich wünsche dir und deiner Familie eine schöne, fröhliche, entspannte und erholsame und gemütliche und harmonische Weihnachtszeit. Wie süß. Lass es dir gut gehen. Ich nutze diese Gelegenheit, um dir ein kleines Dankeschön für deine tollen Videos, deine lieben und besonders herzlichen Worte zuzusenden. Alles Liebe, deine Andrea. Oh. Und die liebe Andrea hat eine wunderschöne Schrift. Schaut mal, also das sieht ja aus fast wie gedruckt. Wow, das sieht voll schön aus. Echt jetzt. Ja, ich würde auch gerne so eine schöne Schrift haben. Meine ist eine Sauklaue. Ja. Vielen Dank für die liebe Karte. Also ich packe eure Karten auch immer an einen Ort, dass ich die immer wieder anschauen kann, wenn ich Lust habe oder wenn es mir nicht gut geht oder einfach, wenn ich möchte. Ja, deswegen freue ich mich immer, wenn ich Post bekomme. So. Ja, voll süß. Dann hat sie hier so ein wunderschönes Geschenkpapier, als, ja, dass man es hier so öffnen kann. Das ist ja voll süß. Ach, das hätte doch alles nicht sein müssen. Das ist so, ach, das ist so süß gemacht. Oh Gott. Ja, dann hat sie hier viel Glück. 2016 ist das süß und Kleeblatt. Oh mein Gott, das werde ich hier. Ich sitze ja gerade auf meinem Bett. Das ist es ein. Hier ist so ein. Ach so, ich glaube, man kann das wahrscheinlich um eine Flasche rummachen, ne? Kann das sein? Man könnte es auch als Zopfgummi nehmen. Nein, nicht wirklich. Aber das werde ich in mein Bett tun. Und damit kuscheln. Das ist ja voll süß gemacht. Ach Mann, oh, ist das lieb. Ja, dann hat sie mir hier Kinder-Mini-Mix rein. Süß, so ein Häuschen mit ganz viel, mit so einem, ach süß, ein Überraschungsei, ein Weihnachtsmann und ein Schokoriegel. Vielleicht noch irgendwas, aber ich kann es jetzt dann nicht sehen, wenn da noch was drin ist. Auch süß. Dankeschön, das werde ich mir auf jeden Fall schmecken lassen. Und dann sehe ich noch was ganz Leckeres. Ja, also die Milch, Schokolade, Mikados mag ich jetzt nicht ganz so gerne, weil ich stehe einfach nicht so sehr auf Milchschokolade, aber das konntest du nicht wissen. Und ich esse die aber trotzdem und ich freue mich. Du weißt anscheinend, dass ich Mikado liebe. Das finde ich ja alleine schon süß. Also der Gedanke zählt und ja, süß. Einfach toll. Dankeschön. Ich bin hier echt von den Socken. Was ist das denn? Hier ist noch irgendwas. Riecht das? Nee, ich weiß nicht. Oh, süß. Hier ist so eine kleine Christbaumkugel. So ein Herz dran. Süß. Oh, alles so richtig mit Liebe. Ach Mensch. Ach, hier sind kleine Geschenke drin. Oh, ist das süß. Oh Mann, ist das süß, ey. Ich kann es ja echt nicht glauben. Ach, es gibt so viele Menschen auf der Welt. Das gerade von Nadine war auch der Hammer. Da hat sie mir einfach die Weiß 4 Palette geschenkt. Also ich glaube es immer noch nicht.
und von Betty die schönen Sachen und von Andrea. Ach, ihr seid alle so lieb. Und da habe ich das verdient. Ach man, und alles so schön eingepackt. Ja, ich versuche das gerade hier aufzuknibbeln, aber ich glaube, ich hätte mir... Schatz, kannst du mir mal eine Schere bringen? Messer auch? Nee. Hä? Messer habe ich schon hier, geht nicht. Ja, hier sind noch... Boah, noch drei. So kleine Geschenke. Das ist ja voll süß. Total süß hat sie das gemacht. Alles einzeln verpackt und... Ach Mann. So, ich bin bewaffnet. Jetzt geht's los. Was ist hier wohl drin? Moment. So, jetzt habe ich mal eine Seite hier aufgeschnitten. Hast du auf jeden Fall sehr gut verpackt. Ach süß, ein Lidschatten von River de Loup. Ja. Und das ist so ein wunderschöner Taubton. Oh, wie schön. Der ist ja neu. Mensch. Oh. Ja. Das ist er. Der ist ja toll. Wow. Oh. Der ist gut pigmentiert für einen matten Lidschatten. Da ist er. Boah, voll schön. Also du... Ja, man merkt, du passt auf. Das finde ich total süß. Du weißt anscheinend auch, dass ich Tobtöne liebe. Oh, ist das süß. Dankeschön. Dann noch so eins. Das ist eigentlich so süß. Am liebsten würde ich es mir hinstellen und gar nicht aufmachen. Ja, aber doch, wir machen es auf, ne? Aber das ist echt süß gemacht. So. So, den habe ich jetzt auch aufgeschnitten. Oh, das ist so spannend. Ich glaube, es ist noch einer von River de Lugang. Ja, wow. Boah, ey. Also ich gucke da nie bei der Theke von River de Lugang. Das ist der 14 Saturday Night. Das ist ja... Ich weiß jetzt nicht, ob das Overspray ist, aber der... Der hat ja einen geilen Glanz. Also echt jetzt. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Und das für River de Loup, das ist ja echt der Wahnsinn. Boah, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und fühlt sich richtig weich an. Voll schön. Und nee, ich glaube, also ich gehe jetzt nochmal über dieselbe Stelle. Der verändert es. Nö, der verändert sich nicht, wenn man den nochmal swatcht. Also man sieht jetzt zwar, dass ich reingegangen bin, aber ich denke, die Farbe bleibt so. Wow, tausend Dank. Oh Mann, ich hätte mir mal ein Tuch nehmen sollen. Okay, dann noch eins. Ach, ich bin einfach so aufgeregt. Oh, ich liebe das, Geschenke auszupacken, also... Macht doch einfach Spaß. Aber schenken macht auch Spaß. Das liebe ich auch. Also, ja. Und noch einer von River de Loup Young. Moment, packe ich das Papier hin, am besten auf die Seite. Mit dem schönen. Ist das süß, oder? Oh, also das sind ja echt wundervolle Töne, die du hier rausgesucht hast. Das ist die 12 Purple Rain. Oh, der sieht ja krass aus. Und der hat so richtig viel Glitzer. Seht ihr das? Boah. Ein richtig schönes Lila mit ganz viel... Ja, okay, das ist jetzt aber eher... Also, ich glaube, innen drin ist auch noch Glitzer. Aber das, was da so krass am Anfang glitzert, ist eher so ein Overspray. Aber auch wieder voll schön. Ja, das ist eher so ein Mattton mit Glitzer. Hier. Das Glitzer sieht man jetzt vielleicht nicht so. Weiß ich nicht. Aber total schön. Oh, Dankeschön. Hey, Junge.
Viel zu viel schon wieder alles hier. Ach, ist das süß. Ja, im Hintergrund hört ihr noch meinen Freund und meinen Sohnemann. Spielt gerade mit seinen Geschenken. Deswegen wundert euch nicht, dass es hier ein bisschen lauter ist. Aber ich möchte ja auch an Weihnachten die Sachen auspacken. Ist ja sonst irgendwie schade. Ja. So, jetzt nehme ich mal das letzte. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich will es nicht beschädigen. Und lasst mich raten. Noch ein Rivadelic-Lidschatten. Ja. Und auch voll die schöne Farbe. Also du hast genau mein Ding. Also es ist genau mein Ding, was du hier rein hast. Ich stehe ja nicht auf so Pinktöne, aber auf so helle Rosatöne wie den finde ich richtig schön. Mag ich super gerne. Ja, der sieht so aus. Und auch mit diesem Sternmuster finde ich immer schön gemacht. Ne? Ich hatte bisher, glaube ich, noch gar keinen von River de Loup. Also diesen, ja, diese neuen hier mit den Sternchen. Boah, echt wunderschön die Farben. Tausend Dank. Ja, dann sehe ich hier, ach wie süß. Ach Mann, alles so Kleinigkeiten, das finde ich so süß. Ja, zwei Kerzen mit 2016 drauf. Ist das süß. Oh Mann, dankeschön. Und dann, Moment. Hier sind so viele Sachen. Mensch, bist du denn des Wahnsinns? Was? Nee, ne? Hier ist, glaube ich, eine Zeitschrift mit was drin. Ich hoffe, du hast sie noch nicht, steht drauf. Ich mache das jetzt mal an. Ist das jetzt die Zeitschrift mit dem Lippenstift, den ich selbst nicht habe, weil ich es verlost habe? Kann das sein? Das glaube ich jetzt nicht, oder? Im Ernst? Moment. Das ist so schönes Papier, das will man ja kaum kaputt machen. Oh nein, ist es nicht? Ach, wie cool ist das denn? Das ist die Cosmopolitan, die es gerade gibt. Mit der Their Real Mascara. Die habe ich schon. Einmal, weil Nadine mir die geschenkt hatte. Also sie hatte mir so ein Set geschenkt, wo die halt auch drin ist. Aber das macht ja nichts. Da freue ich mich riesig drüber. Tausend Dank. Also ja, und ich habe die auch schon lange nicht mehr verwendet, die Mascara. Und hatte mir jetzt erst vorgenommen, die mal wieder rauszukramen. Aber da die in dieser Palette ist, sehe ich die nie. Und dann verwende ich die nie. Ja. Och, danke. Das ist ja voll süß. Also, das ist ja lieb. Das ist süß, danke schön. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ist mir egal. Ja, hier ist noch eine Kerze, 2016. Dankeschön. Mann. Ach, und hier ist noch ein Pröbchen. Neue Formel 2C Rose Vanilla. Oh, schön. Von L'Oreal, kenne ich noch gar nicht. Die Foundation, ja. Probiere ich sehr gerne aus, ich bin gespannt. Und, ach Mensch, dann, oh, hier liegen ganz viele lose Sachen drin. Ja, nochmal so, sind das dieselben Farben? Ja, nochmal zwei so Foundation-Proben. Und ein Päckchen Haribo Christmas. Und jetzt weiß ich auch, was hier so lecker riecht. Und zwar, boah, dieser Tee, oh, Lemon Cake, das... Boah, das riecht richtig nach, das riecht total nach Käsekuchen. Nee, Zitronenkuchen. Ja, wie es auch draufsteht. Boah, werde ich total gerne ausprobieren. Dankeschön. Das riecht richtig lecker. Ja, dann haben wir hier noch, etwas Flüssiges. Ja, ich bin gespannt. Ach, da hat sie auch noch was draufgeschrieben. Mag ich total gern vor dem Kämmen. Ah, dann ist es bestimmt eine Sprühkur. Ja, ich packe die jetzt einfach mal raus. Gell? Dann wissen wir es.
Moment. Irgendwie ist das Tesafilm total hartnäckig. Braucht er echt eine Schere. Oh, das kenne ich aber glaube ich nicht. Hier ist ein blauer Deckel. Cool. Ach, wie cool. Von DAF. Eine Haarpflege. Reparatur, Pflege, intensive Reparatur. Hat sie noch zugeklebt mit Tesafilm? Ich riech mal dran. Ich muss riechen. Doppelaktivformel. Sofortige Kennbarkeit plus Feuchtigkeitspflege. Ach, wie cool. Ich rieche jetzt nur diesen Tee. Moment. Ich kann mir mal hier. Oh, riecht das lecker. Boah, das ist ja ein richtig leckerer Duft. Ist mir noch nie aufgefallen. Müsst ihr echt mal nachschauen. Ich weiß jetzt ja noch nicht, wie es so ist bei meinen Haaren, aber es riecht schon mal richtig gut. Oh, total gut. Tausend Dank. Echt Dankeschön. Ich freue mich riesig. Jetzt haben wir hier immer noch was. Mensch, das ist echt ein riesiges Paket. Hier so ein kleines Tütchen und ein Kärtchen. Steht da was? Nein. Frohe Weihnachten. Hat sie mir hier so serviert, aber nochmal so extra eingepackt. Total süß. Und Daukör. Merry Christmas Zapfen. Edel Vollmilchschokolade gefüllt mit Kakaocreme. Oh, das hört sich lecker an. Die sehen ja cool aus. Guck mal, hier hinten sieht man die Zapfen. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ich mag schon Vollmilchschokolade, nur an manchen Sachen nicht so gerne. Ja, aber das werde ich auf jeden Fall gerne probieren. Das Tütchen ist auch süß und dann ist hier noch, ja, noch eine Probe von dem L'Oreal Make-up. Ja, und jetzt kommt das Letzte. Das ist eine... Nee, ich dachte jetzt, das wäre eine Douglas-Box, aber huch, hier hängt noch ein Pröbchen. Oh, von Clinique, die Even Better Foundation. Kenne ich auch noch nicht. Und hier ist sogar noch eine Probe von dem Vanilla. Moment, ich schau mal. Und dann total süß, dieses Ganze, das kann man ja echt noch verwenden. Ne? Das mache ich jetzt mal ab, das ist ja wunderschön. Geschenkpapier und dann ho, ho, ho. Total süß gemacht. Ja, und das Geschenkpapier werde ich auf jeden Fall aufheben. Das ist echt toll. Das fühlt sich auch so seidig an. Voll schön. Ja, dafür auch danke. Und jetzt ja, kommen wir mal zu der Box. Hat sie auch voll schön, total schön verpackt hat sie das. Mit dem Stern und ach, voll schön. Nicht verrückt. Oh, ich will es eigentlich nicht kaputt machen, aber... Oh, jetzt habe ich die Kugel schon rausgerissen. Moment. Okay, raus. So. Ich mache das mal in das Tütchen rein. So. Muss ich jetzt mal die Schnur durchschnibbeln, leider. Aber es ist trotzdem noch eins. So. Das packe ich mir weg. Ja, und jetzt mache ich den Karton auf. Oh mein Gott, da sind wieder ganz viele kleine Geschenke, wie süß. Ja. So, dann haben wir hier voll süß alles gemacht. So schön. Ja, so ein Tütchen mit einer Sternenkerze, also so mit Draht, die man sieht. Und dann so zwei Tannenbäume mit Schnee drauf. Das ist ja echt voll süß. Und dann hängt hier noch so ein kleines Tütchen dran. Und da ist eine Schokolade drin. Honignuss, das kenne ich ja noch gar nicht, mit cremiger Honignussfüllung. Hört sich lecker an. Dankeschön.
Das ist so süß gemacht, man will es gar nicht auspacken. Ja. Dann ist hier noch, hier habe ich noch ein Päckchen. Ich mag die total. Hast du sie schon ausprobiert? Ich glaube nicht. Das fühlt sich an wie so ein neuer Manhattan-Lack, kann das sein? Ich habe die nur mal gesehen, aber noch nicht. Ich habe noch keinen. Huch, jetzt habe ich mir beinahe wehgetan. Moment. Ach nee, von Trended Up lese ich gerade. Aber da habe ich, glaube ich, auch noch keinen. Nee. Oh, der ist toll. Double Volume and Shine Nail Polish, die 250. Das ist so ein wunderschöner Rosenholzton. Voll schön, genau mein Ding. Dankeschön. Also du scheinst mich echt zu kennen. Ja, dann hier noch ein Päckchen. Da steht drauf, kennst du es schon? Kennst du es schon? Ich weiß es nicht. Das ist so süß verpackt alles. Echt. So, kenne ich es schon? Ja, kenne ich es schon? Ich glaube nicht. Was ist das? Oh, irgendwas von P2? Ach, wie cool. Nee, das kenne ich noch nicht. P2 Professional Perfect Face. Refine and Prime All Over Loose Powder. Ja, ihr seht mich, hallo. Voll schön, fixierendes Finish. Auch voll cool, dass ich das mal ausprobieren kann. Ach, süß, da ist noch so ein Puffer drin. Ach, das ist ja auch noch neu. Du bist echt verrückt. Du hättest mir nicht neue Sachen hier holen müssen. Aber ich freue mich total, dass ich das mal ausprobieren darf. Dankeschön. Wirst du bestimmt in dem ein oder anderen Video wiedersehen. Dann ist hier noch... Nee, riecht nicht, aber voll süß. So eine Herzkerze. Das sind alles so Kleinigkeiten, die das Herz erfreuen. Ja, und noch eine. Ich bin gleich fertig, Schatz. Und dann haben wir noch zwei Sachen und dann bin ich fertig. Einmal... Kann man immer dabei haben, besonders im Winter. Na, dann würde ich jetzt mal vermuten, dass es eine Handcreme ist. Oder? Das würde ich doch jetzt mal sagen. Oh, das kenne ich auch nicht. Was ist das? Romantic Moments Lotus Flower Hand and Nail Cream. Och, die sieht ja voll schön aus. Mit Gold. Voll schön. Ich rieche mal. Oh. Boah, riecht voll gut. Ich liebe ja so. Huch. Ach so, da ist noch so ein Teil drauf. Ich dachte gerade, hä? Moment, wo packe ich es hin? Hier. Das riecht richtig nach Blüten, nach Blumen. Ich liebe das, ja, weil... Ja, ich liebe den Geruch. Ich liebe so florale Düfte. Oh, riecht voll gut. Erinnert mich an irgendwas. Oh, fühlt sich auch voll schön an. Mhm. Seidig fühlt sich das an. Oh, schön, danke, toll. Ich freue mich. Dankeschön. Ja, und das Letzte... Fürs Projekt. Ah, süß fürs Projekt. Ja, da meinst du bestimmt das Maskenvernichtungsprojekt. Und hier ist noch ein Glöckchen. Ach Mann, das ist ja echt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du hast das alles so schön verpackt. Das ist echt der Wahnsinn. Eine Verpackungskünstlerin bist du. Echt jetzt. Ja. Ja, eine Maske. Ich bin gespannt, welche. Oh, was ist das? Ach cool, Alverde Naturkosmetik 2-in-1 Peeling Maske. Die waren irgendeine E, ne? 2-in-1 reinigt und spendet Feuchtigkeit mit Fruchtsäuren, Mandel und Klatschmohnextrakt aus kontrolliert biologischem Anbau. Die sieht ja schon mal ganz schön aufgemacht aus, oder? Ja, vielen Dank, ich freue mich und wirst du bestimmt im Maskenvernichtungsprojekt wiedersehen.
Ja, und danke auch für die wunderbar schön gemacht, für die schönen Schächtelchen und Tischchen. Also du hast alles wunderschön verpackt und mir tolle Sachen reingemacht zum Testen und ach, alles einfach. Ich danke dir von ganzem Herzen. Tausend Dank. Einen dicken Knutscher an dich. Und ja. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dir hat Spaß gemacht, mir beim Auspacken zuzuschauen. Also mir hat das Auspacken auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht. Und ja, euch anderen hoffe ich natürlich auch, dass es gefallen hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüss.